Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy und wir starten auch gleich voll in die Action, denn Bosskampf ist angesagt. Jo, schauen wir mal. Bis jetzt hat es ja nicht so gut funktioniert gegen die. Naja, wir werden es schon hinkriegen. Stufe 22. Und schön. Nerviger Typ. Okay, wir wollen ihn erstmal... Können wir den gar nicht... Okay, wir können den anscheinend gar nicht scannen. Na gut, dann macht ihr jetzt erstmal... Oh, Kork ist auch dabei. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Na gut, da macht Kork jetzt mal was. Okay, Gladius gleich hinterher. Okay, aber ich meine, cool, die Explosion am Ende hat mir nochmal ganz schön was abgezogen. Sehr gut. Eure Fähigkeiten sind mehr als zufriedenstellend. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ein Glück. Ich werde meine Beobachtungen des Imperiums fortsetzen. Wir hören voneinander. Ja, und da geht er, der 0815-Charakter in westlichen... Videospielen. Oh, eine Trophäe. Cool. Die Welt hier draußen ist echt ganz schön unerbittlich. Ja, und weitläufig. Es gibt viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Wir haben noch viel vor uns. Das sehe ich auch so. Ich bin ja mal gespannt. Haben wir jetzt diesen Stopp da beseitigt? Ah, okay. Aufleveln. Kapitel beendet. Ah, okay. Na gut. Level 13. Komisch, das Bild. Gladius ist in den Busch gefallen anscheinend. Und der fette Roboter. War das der Endbosskampf oder? War das der Endboss oder das? Oder war das dieser kleine? Oh Gott, ich weiß echt nicht mehr. Ja, cool. Das sieht schon echt cool aus. Ich glaube, ich speichere mal das. Das gefällt mir irgendwie am besten. Das ist so. Und vor allem, seht ihr diesen Soldaten da rechts unten? Der sieht irgendwie aus, als wäre er ein bisschen, ja, nicht ganz bei Sinnen, oder? So ein bisschen marionettenmäßig. Wer weiß, was da los ist. Ja, und der hält schön mit dem Rücken. Auch ein schönes Foto. Das kann man schön benutzen. Das speichere ich auch. Aber da haben wir schon Kapitel 2 durch. Voll cool. Das ging schnell. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja, jetzt sind wir relativ lang der Hauptquest gefolgt. Vielleicht sollten wir jetzt mal wieder ein paar Nebenquests machen. Und Ladezeiten, okay, jetzt muss er halt auch ein bisschen mehr von der Welt wieder neu laden. Wir haben ja jetzt anscheinend irgendwie diese Basis aufgemacht und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt auf der Karte mehr bereisen können.
Freut mich. Ich bin schon gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das ganze Terrain noch verändert von dieser Welt. Was es da alles gibt. Bis jetzt hatten wir ja alles eher so Wüstensetting und ein bisschen Strandsetting da unten, wo dieser Dino rumsitzt. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ob es da noch irgendwie so eine Eis, irgendwas Eisiges gibt oder so. Könnte ich mir schon vorstellen. Es ist relativ weitläufig, soweit ich gesehen habe, die Karte. Das gibt einiges her für verschiedene Settings. Naja, aber das gefällt mir schon gut, dass man auch manchmal mit anderen Leuten unterwegs ist. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, man ist immer halt zu viert. Der Prinz konnte also entkommen. Was ist mit dem Ring? Der Ring ist bei Luna Freya. Finde und töte sie. Beide. Nur auf den Ring kommt es an. Aber der Tod ist so endgültig, Eure Exzellenz. Wie ihr wisst, besitzen die Götter große Macht. Und die Kanagi ist es, die diese unbeschreibliche Kraft an den König weitergeben kann. Lebend wäre sie ein gutes Forschungsobjekt. Was meint ihr, Oberkommandant Ravus? Was ist? Als Befehlshaber liegt die Entscheidung doch bei euch. Oder etwa nicht? Na gut. Doch erst einmal müssen wir die beiden aufspüren. Ich werde nicht ruhen, bis die Kanagi und der Prinz in meiner Gewalt sind. Ihr Kristall. Ich sehe sein Licht. Mit Vollgas raus in die weite Welt! Endlich können wir diese Einöde hinter uns lassen. Die nächsten Regionen sind viel weitläufiger als Lied. Ehrlich? Gibt es irgendwelche berühmte Orte? Zunächst erreichen wir Duskar, berühmt für sein Sumpfland. Na toll, ein Sumpf. Es gibt auch einen Wald mit Chocobos. Oh, Chocobos! Hinter Duskar liegt die Region Klain. Die größte Stadt dort ist Listallum. Ist das nicht die Stadt, die Iris ansteuert? Ja. Mittlerweile müsste sie dort angekommen sein. Die Stadt floriert dank der Kraft des Meteors. Der aus der Legende? Ja. Die Leute nutzen seine Hitze zur Energiegewinnung. Wow! Ziemlich abgefahren! Ja, die Welt ist groß und abgefahren. Chocobos! Das ist das Einzige, was ich gehört habe, ehrlich gesagt. Es wird eine lange Fahrt. Wir sollten den Wagen besser volltanken. Wir sind doch fast vollgetankt. Mittlerweile sind wir lange genug hier draußen unterwegs. Noct, wenn du mal fahren möchtest, sag einfach Bescheid. Ah, okay. Man kann im manuellen Modus ab sofort selbst den Wagen fahren. Cool. Okay, jetzt wird mir nochmal das Tutorial erklärt. Also ich meine, es ist zwar nett, aber ganz ehrlich, Spiel, das kommt ein bisschen sehr spät. Naja. Okay, wo sind wir denn jetzt überhaupt auf... Ah, okay. Siehst, wusste ich's doch. Wir haben da diese Sperre, die da war, weggesprengt. Und sind jetzt, können jetzt weiterfahren. Steht uns jetzt die ganze Welt schon offen? Nee, da sind noch Sperren. Okay. Palaret. The Vesperpool. Ist das ein See? Hm. Wer weiß. Na gut, da unten... Ah, da ist auch noch eine Sperre. Ha. Was ist das? Ist das ein Berg? Das sieht auch sehr seltsam aus, oder? Hm. Ah, ich bin gespannt. Ich möchte diese ganze Welt irgendwie erkunden. Ah, ich freue mich drauf. Na gut. Was ist denn als nächstes? Da unten ist irgendwas. Aber wir haben hier auch irgendwo eine Quest. Genau. Oh, Telefon. Ah, Gott. Nie kann man in Ruhe gelassen werden. Hallo?
Nocht? Iris? Du bist es! Bin ich froh, dich zu hören. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben es nach Listalum geschafft. Und eine Unterkunft haben wir auch. Also, sag Bescheid, wenn ihr kommt. Dann können wir uns treffen. Ja, ich melde mich. Bis dann! War das Iris? Um ihren Bruder hatte sie keine Angst? Warum auch? Du wurdest schließlich nicht in allen Zeitungen für tot erklärt. Und was ist mit mir? Hat sie nach mir gefragt? Oh, prompte Wind. Habt ihr das Schild da gesehen? Lasst uns Chocobos angucken. Hey, schon vergessen, dass wir nach Lestalum müssen? Ach, kommt schon. Der kleine Umweg. Aber natürlich gehen wir zu Chocobo Ranch. Was für eine Frage. Ich will auch die Chocobos sehen. Hurra! Chocobo-Freuden. Ah ja, lass uns zur Chocobo-Farm gehen. Aber wo ist die? Wo ist die? Da? Ist die da? Ja, da ist die Chocobo-Ranch. Oh, verdammt. Ich fahr gleich zu den Chocobos. Weil da freue ich mich schon echt drauf. Auf das Chocobo reiten. Wir fahren dahin. Chocobo-Freunde, yay. Ignis, das Dach! Oh, eine Sekunde. Okay, gut. Ich dachte schon jetzt wie beim letzten Mal, parkt er einfach wieder schmeckt da, wo wir gerade losgefahren sind. Wirklich so gut? Wie oft soll ich's denn noch sagen? Ja. Oh, seht ihr das riesige Viech da? Wie cool. Ja, ich bin gespannt, wie lange ich das noch cool finde, mit dem Auto durchzufahren und wann ich dann doch irgendwann anfange, einfach alles zu skippen. Man kann diese Autofahrten ja auch einfach skippen. Ich glaube, ein bisschen Geld sogar bezahlen oder so muss man dafür. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall kann man sich das eigentlich sparen. Aber ich finde es eigentlich ganz entspannt. Warum nicht? Und da wir jetzt unsere Chocobos kriegen, denke ich mal, werden wir bald auch Chocobo reiten können. Oder beziehungsweise wir gucken uns ja jetzt irgendwie eine Chocobo-Farm an oder so, keine Ahnung. Und dann denke ich mal, werden wir die auch benutzen können, um einfach frei mit denen durch die Welt zu laufen. Voll cool. Chocobos! Yeah! Riecht ihr das auch? Ein hoffnungsloser Fall. Selten so einen Chocobo-Narren gesehen. Ach, Prompto, du bist mein Herzmensch. Entschuldigung, ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid. Aber im Moment geht das nicht. Lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem Behemoth namens Nebelauge heimgesucht. Und meine Chocobos fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal eingestellt. Moment mal, seid ihr nicht die Jäger, von denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Natürlich springt da eine hübsche Belohnung bei raus. Ich will euch nicht zu sehr bedrängen, aber bitte überlegt es euch. Ist das nicht diese gleiche Mission, die man auch schon in einem von den Demos des Spiels machen konnte, irgendwie? Ich glaube schon, die hieß doch so ähnlich, oder? Kameratrageriemen? Okay. Nocht, sieh mal hier. Was gibt's? Ja, Moment, wo bist du denn? Ignis? Ah. Da.
Gizar-Chips aus biologischem Anbau. Lecker und gesund zugleich. Ist das nicht eher Futter für Chocobos? Angeblich auch für Menschen geeignet. Ja, aber nicht für mich. Ah, okay, den Jagdauftrag sollen wir annehmen. Ach, okay, jetzt habe ich's verstanden. Na gut. Womit kann ich heute dienen? Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Ah, okay, na gut. Dazu brauchst du also Infos. Ja, genau, erstmal Refugien und den ganzen anderen, das ganze andere Zeug einzeichnen lassen. Okay, okay. Es gibt so viel zu tun. Ich liebe das, wenn ich das alles systematisch abarbeiten kann. Am Ende des Tages. Unsere Spezialitäten. Chips. Ein grüner Smoothie. Ah, und Wiss Sandwich. Ah, Chips oder Sandwich? Schützt vor Frosch? Was ist denn Frosch? Froschnegation. Ha. LP-Maximum plus 400 ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe einfach gerade Hunger und ich will die da haben. Gern. Nur einen Moment Geduld. Das sieht schmackhaft aus. Oh ja, das sieht so geil aus. Okay, und den Jagdauftrag. Diese Biester machen uns schwer zu schaffen. Aber das ist nicht der Mehemoth, oder? Ah, hier, okay. Stufe 15. Stufe 15. Ja, das schaffen wir bestimmt. Bist du da sicher? Ja, ja. Passt schon. Zähl auf euch. Okay. Nebelauge, dann wollen wir mal. Nebelauges Unterschlupf finden. Ja, das kriegen wir hin. Die Frage ist nur, kommen wir über diesen Zaun? Ha. Sieh mal. Ach, doch. Immer ist... Ja Gott, jemand wird ständig wird jeder abgelenkt. Na, ja. Sag ich's noch und... Oh. Oh, ist es jetzt weg? Chocobo-Futter für übergewichtige Vögel. für übergewichtige Vögel. Entwickelt von Viz Forlane. Übergewichtige Was tatsächlich. Ist das? Diätfraß? Was guckst du mich dabei so an? Cool. Ah, noch ein Item. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt zu dem Behemoth. Meine Güte. Nicht weiter abblinken. Oh, verdammt, hier ist eine Klippe. Theoretisch könnte ich da auch runterspringen, oder? Oh, noch ein Item. Okay. Ja, ich glaube, es geht schon, weil ich glaube, man kriegt ja auch keinen Fallschaden. Zumindest nicht so wirklich in dem Spiel, oder? So. Irgendwo hier. Oh Gott. Oh Gott. Nicht, dass das wieder sowas ist, wo man eigentlich irgendwie den Weg finden muss zwischen Gebirgen dorthin. Ach ja, wir sind schon wieder viel zu tief. Ah, verdammt. Okay, es war vielleicht keine so gute Idee, da einfach runterzugehen. Ich hab nen Ohrwurm. Ey, Prompto ist wirklich der Beste. Einfach der Beste. Okay, ja, wir müssen wirklich hier rum. Ah, naja. Das funktioniert in dem Spiel nicht so ganz, wie ich mir das denke. Meinst du nicht, wir sollten schnell nach Lestalum? Meine Schwester macht sich sicher. Was so? Irgendwas stimmt nicht. Weiter. Der ist anscheinend ziemlich groß. Das mag ich. Ah, okay.
Wir scheinen ihn gerade verpasst zu haben. Er hat sich eine Schneise da durchgesägt. Ha. Aber ist das wieder so eine Art Dungeon? Gibt es dafür wieder... Tatsächlich, es gibt eine eigene Karte. Ha. Und ein Item. Okay, wir müssen... Es ist ein relativ straightforward Dungeon. Da gibt es nicht viele Abzweigungen. Was ist das? Oh, Level 12 Viecher. Ich hab ne Idee. Erstmal vielleicht kurz. Kann ich die schon scannen? Ja. Ah, anfällig gegen Eis. Sehr gut. Nein! Verdammt! Ach Gott, ich und diese dämliche Steuerung. Magie, genau. Eismagie. Haben wir Eis noch? Ich hoffe doch. Ja, okay, wir haben Eis. Sehr gut. Machen wir das noch ein bisschen... Ah, nee. Nicht zu stark, aber ein bisschen stärker haben wir es gemacht. So, und dann noch... Gift? Machen wir dann... Nee, Gift. Gift, glaube ich, macht nicht so viel Sinn. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir das noch dazu. Und synthetisieren. Sehr gut. Ausrüsten. Genau. Und jetzt machen wir die alle mal ziemlich fertig, würde ich sagen. Yay, hat sehr gut funktioniert. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Spiel ist aus. Ja, perfekt. Ich darf nicht vergessen, dass ich nach dem Zaubern praktisch mein... Lebt da noch was? Sind das nur komische... Ja, das sind bestimmt einfach nur so komische letzte Zuckungen. Ich darf nicht vergessen, dass ich eine Waffe auswählen muss. Wenn ich gezaubert habe direkt danach, weil irgendwie ist immer doof. Ich bin dann immer noch in diesem Zaubermenü und dann laufe ich rum ganz blöd und weiß gar nicht, was ich tun soll. Aber es scheint hier so ein richtiges Dungeon zu sein und eigentlich wollte ich doch den Gegner noch schnell suchen und dann Schluss machen, aber wir müssen, befürchte ich... Okay, komische Ansicht. Na gut. Wir müssen, glaube ich, befürchte ich jetzt schon... hier die Folge beenden. Weil, ja, sonst wird die Folge wieder viel zu lang, so wie die andere auch schon. Na gut, ja, dann werden wir uns mit dem beim nächsten Mal beschäftigen, mit dem Behemoth. Also dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und einen Kommentar und guckt doch auch mal auf Patreon vorbei. Vielleicht wollt ihr uns ja unterstützen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wahrscheinlich, wer weiß, wenn dieses Video online kommt, dann ist es wahrscheinlich kurz vor Silvester, kurz nach Silvester, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall einen guten Rutsch oder ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, je nachdem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!